Okay, also dann lasst uns jetzt bei unserem Projekt ein bisschen weitermachen. Fragestellung war ja, wo brauche ich Psychologie im Marketing und warum? Und wo brauche ich Psychologie im Online-Marketing und warum? Ich habe euch dazu, merkt euch das, weil das werden wir später brauchen. Ich habe euch diesen Marketing-Management-Prozess jetzt mal in Kreisform, so als 360-Grad-Modell dargestellt. Und ich bin da mit euch die einzelnen Punkte durchgegangen. In der Mitte Customer Centricity, Fokus im Kunde. Außenrum haben wir uns angeschaut die sogenannte Pestanalyse, die Makroumwelt, wo Chancen und Risiken für eure Vorhaben kommen. Und hier haben wir speziell als Psychologen uns angeschaut den Punkt Gesellschaft, Kultur, die Veränderungen, Megatrends, auf die werden wir nachher noch eingehen, die wir auf dem Radar haben. Und dann haben wir uns den grauen Bereich angeschaut, was man so eigentlich so als Mikroumwelt bezeichnet. Also relevante Markt, das Geschäftsmodell, die Wettbewerber und die Fähigkeiten und Kompetenzen des eigenen Ladens. Und im Sinne dieser 7 Ps haben wir dann dieses grüne Umfeld, also die Wertangebote und die Präsentationen eines Unternehmens, seiner Leistungsangebote an die Zielgruppen angesehen. Und wir haben uns den blauen Bereich, die Infrastruktur, angeguckt und gesagt, naja gut, aufgrund dieser zunehmenden Digitalisierung und Veränderung, welche Menschen brauche ich denn, die in Zukunft mir helfen, dass wir als Unternehmen digital ready sind? Was können wir tun? Was müssen wir tun? Und jetzt als Abschluss würde ich gerne nochmal in diesen orangen Bereich gehen, dass wir eben, wenn wir schon sagen, wir stellen den Kunden ins Zentrum, dann haben wir hier in dem orangen Bereich all die Dinge, die sich dann mit dem Kunden, mit unserer Bedarfsgruppe, mit unserer potenziellen Zielgruppe auseinandersetzen. Und das ist, wenn wir uns den ganzen Kreis anschauen, das ist eigentlich der wichtigste Ausschnitt. Ja, da geht es ja dann um die Zielperson, da geht es um die Bedarfsgruppe. Und das ist das, wo ihr eigentlich dann als Experten, als Wirtschaftspsychologen hier euren Vorteil ausspielen könnt. Also bei dem Orangenbereich Personas und Kundenerlebnis. Das heißt, ihr tragt dafür Sorge oder ihr seid dazu dann verantwortlich, dass eben auch ein Kundenerlebnis mit dem Produkt, mit unserem Lösungsangebot in der Kommunikation stattfindet. Ich habe das mal in drei Bereiche eingeteilt. Einmal in den Bereich Customer Journey und Customer Experience. Ich habe es eingeteilt in den nächsten Punkt Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Wobei, wie wir sehen werden, mein Credo ist eben, dass Marketing und Vertrieb zusammenschmilzt. Marketing, Vertrieb und IT muss dieses Silo-Denken aufgeben und mehr zusammenschmelzen, um es zu schaffen, dass wirklich hier ein Kundenerlebnis entsteht. Und dann die Kundenbindung und die Kundennähe, dass ich eben sehr, sehr nah an meinem Kunden dran bin, Tag und Nacht. Und wie kann ich das anstellen? Und wie kann ich da überlegen sein gegenüber meinen Wettbewerbern? Der erste Punkt, Customer Journey, ja, ist der ist in der letzten Zeit sehr, sehr wichtig geworden, weil eben aufgrund der Vielzahl zum Beispiel der Social Media Kanäle es immer mehr Kontaktpunkte gibt, wo ein Unternehmen Kontakt zu seiner potenziellen oder zur wahrscheinlichen Zielgruppe hat. Und diese Kontaktpunkte waren früher halt weniger. Also der Kontaktpunkt war vielleicht am Point of Sale, das war vielleicht Kunden auf der Messe treffen, das war vielleicht der Kontaktpunkt Zeitung, Zeitschrift, Roadshows und solche Geschichten. Service Management, Beschwerdetelefon, Vertrieb, Verkäufer. Das waren so die traditionellen Kontaktpunkte oder Touchpoints, wo eben ein Dialog oder ein Ersatzgespräch stattfindet. Und aufgrund der Digitalisierung und der zunehmenden Vernetzung ändern sich natürlich diese Touchpoints. Jeder von uns ist heute online, mobile unterwegs. Und deswegen steigt die Zahl dieser Touchpoints. Und jetzt sagen natürlich alle, naja, wenn es so viele Touchpoints gibt, dann haben wir ja noch mehr Reizüberflutung bei der Zielgruppe, bei unseren Konsumenten. Das ist ja ein Wahnsinn, der kommt da überhaupt nicht mehr klar, so wie wir den zuballern. Und die so argumentieren, die vergessen aber, dass wir Menschen mit einer sogenannten selektiven Wahrnehmung arbeiten. Das heißt, alles, was mich momentan interessiert,
das werde ich in meinem Ego-Scheinwerfer sehen. Diesen Dingen spende ich meine Aufmerksamkeit, weil ich, wie wir vorhin diskutiert haben, an einem bestimmten Thema, dessen Schublade vielleicht für mich noch offen ist, high involviert bin. Es interessiert mich. Also spende ich diesem Thema Aufmerksamkeit. Und meine Überlebenstaktik als Mensch ist, alles andere blende ich aus. Das heißt, wir alle, wir haben eine selektive Wahrnehmung. Das heißt, wir sehen nur die Dinge oder wir richten unsere Aufmerksamkeit nur auf die Dinge, die für uns momentan auf unserer geistigen Agenda ganz oben stehen. Punkte, die wir schon abgeschlossen, abgehakt haben, denen spenden wir jetzt im Moment keine Aufmerksamkeit. Deswegen muss man mit der Reizüberflutung immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich wird es viel, aber die Person regelt es über die selektive Wahrnehmung, macht einfach den Scheinwerfer enger und sagt, interessiert mich nicht, höre ich gar nicht hin, schaue ich mir gar nicht an, als Selbstschutz. Also, finde die Reizüberflutung, finde ich, ist gar nicht so schlimm. Die Reizüberflutung oder die Überflutung findet meines Erachtens auf einer ganz anderen Seite statt. Sie findet nämlich in den Marketingabteilungen statt. Dass nämlich hier die Marketing-Experten und die Werber und die Kommunikationsexperten von der Vielzahl der Touchpoints und von der Vielzahl der Medien und Tools überfordert sind. Jetzt habe ich das nicht aufgenommen. Hier muss ich da hin tun, sonst ist es zu leise für unsere Mithörer. Das heißt, überfordert ist nicht die Zielgruppe, an die sich das richtet, sondern überfordert sind wir, die Marketingmenschen, die Experten, die sagen, wie soll ich jetzt diese ganzen Touchpoints bespielen? Ich weiß nicht mal, wo die Touchpoints sind. Wo sind denn meine Leute? Wo sind denn meine Kunden? Wo sind die denn unterwegs? Jetzt kann ich es natürlich in einer digitalen Welt, in einem digitalen Spielfeld, auf der eigenen Webseite oder auf dem eigenen Online-Shop, kann ich das natürlich nachvollziehen. Mit unterschiedlichen Tools. Wie bewegt sich der Kunde? Wo kommt er her? Und wie lange ist er auf einer Seite? Wie lange schaut er was an? Wie hoch ist die Bounce Rate? Wann springt er ab? Was macht er? Was tut er? Das kann ich, wenn ich es mir einrichte, kann ich das schon verfolgen. Aber mit Blick auf das Kaufentscheidungsverhalten, mit Blick auf die Vorkaufsphase, mit Blick auf die Nachkaufsphase, das kann ja überall stattfinden, habe ich eben überhaupt keine Vorstellungen, wo tunnelt denn mein Kunde vorher rum? Wo informiert er sich denn, bis er letztendlich dann die Kaufentscheidung trifft? Spricht er mit Freunden? Informiert er sich vielleicht noch auf Papier? Liest er eine Zeitung? Telefoniert mit einem Kollegen? Oder wird er von Social Media beeinflusst? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe momentan extrem viele Bachelor- und extrem viele Masterarbeiten laufen mit dem Thema, und das sind hochinteressante Themen, wie beeinflusst ein Social Media Kanal das Kaufentscheidungsverhalten? Bei High-Interest-Produkten, also bei Produkten, die sehr teuer sind, oder auch bei Low-Interest-Produkten, also Produkte, die nicht so teuer sind und nicht so im Fokus stehen. Wie wird von so einem Kanal das Kaufentscheidungsverhalten beeinflusst? Die habe ich gerade laufen. Also meine Hypothese ist, dass es natürlich das Kaufentscheidungsverhalten beeinflusst, gerade der Weg von einem Social-Media-Kanal in einen Online-Shop hinein. Was für mich auch ganz klar ist, laufen auch momentan einige Bachelorarbeiten. Also wenn ihr Lust habt, seid ihr gerne dazu aufgerufen, das dann bei mir zu machen. Ich habe auch einige Arbeiten momentan laufen zu dem Thema Influencer. Ja, also ein Influencer, zum Beispiel bei Instagram, wie beeinflusst der Influencer das Kaufentscheidungsverhalten in dem Social-Media-Kanal Instagram die Zielgruppe? Und es wird auch heiß diskutiert, wie darf der die denn oder wie beeinflusst er die, oder die, meistens sind es ja Frauen, sehr oft sind es Frauen, und wie beeinflussen die und müsste man nicht rechtlich in dem Social-Media-Kanal, müsste sich nicht der Influencer eigentlich als Werber, Klammer auf, oben mit der Schrift Anzeige, outen. Das habe ich bei Instagram, das habe ich bei YouTube. Das habe ich in diesen ganzen Bewegtbildkanälen. Das heißt, diese unterschiedlichen Touchpoints sind hochinteressant. Aber das Problem ist, dass die Firmen
überfordert sind. Die Firmen überlegen sich und kommen vielleicht aus einer ganz anderen Branche. Die sind vielleicht Versandhändler, weil wir vorhin über den Handel gesprochen haben. Die kommen vielleicht aus dem Versandhandel, waren die Profis im Versandhandel, wussten, wie sie mit Katalogen arbeiten, wussten, wie sie die einsetzen, wussten, wie sie emotionalisieren, wussten, wie sie die gestalten, wussten, wie sie die Leute ansprechen. In der Printwelt. Und jetzt auf einmal ist die Printwelt funktioniert so nicht mehr. Der Versandhändler verliert seinen Katalog und geht jetzt online. Und jetzt muss er auf einmal lernen, er muss diesen Touchpoint neu bespielen. Er muss diese Customer Experience, das Kundenerlebnis, das er vielleicht im Katalog so gut spielen konnte, versteht ihr? Das muss er jetzt online spielen. Nicht im stationären Handel, er muss es online spielen. Er muss dich, uns, er muss uns jetzt online begeistern. Und er spielt online und er muss unser Kundenerlebnis forcieren. Und das setzt nun natürlich ganz andere Kompetenzen jetzt voraus. Und dann, deswegen, versteht ihr, deswegen habe ich das als Kreis gezeichnet. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt bei der Digitalisierung mit, gehe in den E-Commerce und gehe aus dem Versandhandel einfach in den Onlinehandel. Natürlich kann ich das, muss ich vielleicht ja auch. Aber das Problem habt ihr dann, da seid ihr dann eben hier im Grünen. Das heißt, welche Produkte sind denn überhaupt onlinefähig? Nächstes Problem ist, welchen Verkaufskanal? Gehen wir noch über den Katalog? Gehen wir Katalog kombiniert mit online? Und wenn wir online gehen, wie machen wir das? Und dann bin ich im blauen Bereich, Infrastruktur und Orga. Haben wir Leute, die diesen Online-Shop bespielen können, dass er emotionalisiert da herüben, dass es wirklich zu einem Kundenerlebnis kommt? Oder ist es einfach ein beschissenes Template von irgendeinem Shop-Hersteller, wo ich halt dann die Bilder reinklopfe und schaut mal diese Shops an, wie die meisten Shops ausschauen. Das ist doch weit, weit, weit weg von einem Kundenerlebnis. Da ist ein Produktbild drin und das ist das gleiche Bild vom Hersteller wie in anderen 100.000 Shops. Immer das gleiche Bild. Weil der Shop-Betreiber sagt, ach, das selber fotografieren, emotional zu fotografieren, das ist mir zu teuer. Viel zu teuer. Also nimmt er sich das Bild vom Hersteller. Und alle anderen machen es genauso. Sie nehmen sich das gleiche Bild, der gleiche Abklatsch vom Hersteller. Das heißt vielleicht hinten noch in der Kennung, genau so. Was weiß ich was. Lippenstift ohne Blei, JPEG 725. Das nehmen sie und klatschen sie alle rein. Und der Text ist genau der gleiche. Und wir reden hier im orangen Bereich von Kundenerlebnis. Und dann steht drin, Lippenstift ohne Blei, Punkt. Und den Text hat er auch rauskopiert vom Hersteller. Und jetzt suchen die Menschen, wollen sich begeistern lassen, wollen ein Kundenerlebnis, sehen das gleiche Bild in 1000 Shops, 1000 Mal bei Amazon und da steht drinnen Lippenstift ohne Blei, so und so viel, 29,50, Punkt. Und das gleiche Bild. Ja, ist das ein Kundenerlebnis? Glaubst du, dass du da noch jemanden begeisterst, dass du da jemanden hinter den Ofen vorholst? Und wenn alles gleich ist, wenn in jedem beschissenen Shop alles gleich ist, dann haben erstens mal die Suchsysteme ein Riesenproblem, welchen Shop sie anzeigen, welcher Shop für dich findbar wird. Und du hast das viel schlimmere Problem, was ja gar nicht unbedingt jetzt was mit SEO zu tun hat. Das viel schlimmere Problem ist doch, wenn du als Mensch, du willst dir jetzt einen Lippenstift kaufen. Als hübsche Frau kaufst du dir jetzt einen Lippenstift. Und jetzt kriegst du 100.000 Mal den gleichen Lippenstift um die Ohren kaut. 100 Mal das gleiche Foto. 100 Mal den genau gleichen Text. Wie entscheidest du dann, meine Liebe? Du nimmst den billigsten. Genau, so what? Und wer diese Strategie fährt, das kann entweder der fahren, der wirklich der Kostenführer ist, der die tiefsten Kostenstrukturen hat, der sagt, ich bin auch der Günstigste, ich kriege den Lippenstift am günstigsten her, ich habe die beste Marge, der kann über den Preis marschieren. Alle anderen, die nur den Abklatsch machen, die wird es wegradieren, die werden gar nicht findbar, die werden nicht angezeigt und die werden es auch nicht verkaufen. Weil du dann sagst, hey, dann nehme ich doch den günstigsten Lippenstift, ist eher alles das Gleiche, ist doch wurscht. Und darum geht es um die Kunst. Und da bin ich jetzt bei dem Punkt, wo ich sage, das ist für mich Psychologie pur. Weil wir leben in einer Welt mit absolut austauschbaren Produkten. Dass es einem Unternehmen gelingt, oder nur ganz, 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 ganz wenigen Unternehmen gelingt es, Produkte, Dienstleistungen herzustellen, die wirklich unique sind, die wirklich einzigartig sind, wo du sagst, wow, boah, das will ich haben. Das ist das Objekt meiner Begierde. Haben wollen.
nur wenigen gelingt es, sondern die meisten haben austauschbare Produkte. Gleiche Dienstleistungen, gleiche Produkte, gleiche Bilder im Shop, gleiche Texte im Shop, gleiche Bilder in der Website, gleiche Website, gleiches Template, gleiche Texte, alles gleich, alles gleich. Wo bitte ist da das Kundenerlebnis? Und wenn ich mich schon betitel und sage, ich bin Werber, ich bin Kommunikationsexperte, dann muss ich das schaffen, dass ich sage, dass ich dieses Wow bekomme. Ich muss das haben wollen, auslösen können. Auch bei Produkten, die eigentlich austauschbar sind. Die eigentlich austauschbar sind. Und das ist die Kunst, versteht ihr? Und da braucht das Marketing und die Kommunikation endlich einen Psychologen. Ein Psychologe oder ein Werber, ein Kreativer, der austauschbare Produkte nicht mehr austauschbar macht. Schaut euch Wasser an. Wasser ist Wasser. Ich kann hier dieses Wasser kaufen aus der Leitung raus, da kostet es mich gar nichts, das Glas Wasser. Fast nichts. Und dann sehe ich hier Wasserflaschen rumstehen. Hier so Adelholzner, hier irgendwas vom KD-Markt, vom Dingsbums. So, da kostet das Wasser kostet vielleicht, was weiß ich, 70 Cent, 80 Cent, 1,20 Euro. Wasser ist Wasser. Das ist ein State-Produkt, oder? Wasser ist Wasser. Das ist ein State-Produkt. Das trinke ich gegen Durst. Stimmt es? Ist Wasser gleich Wasser? Wieso gibt es dann einen Foss? Was kostet Foss? 4,50 Euro? Sauteuer vor allem. Wegen einer Flasche? Da ist ein Nimbus dran. Das ist kein Wasser mehr, das ist Foss. Das ist schon ganz was anderes, meine Liebe. Und schau dir das Wasser von Paris Hilton an, das Fidschi. Das ist noch mal teurer. Das ist Fidschi. Wow. Also Wasser ist nicht gleich Wasser. Vielleicht ist es objektiv Wasser. Aber für eine bestimmte Zielgruppe ist eben Wasser nicht gleich Wasser. Und das ist die Kunst. Das ist die Kunst von einem Werber. Versteht ihr? Dass ich ein Produkt, das eigentlich austauschbar ist, so strahlen lasse, eine Geschichte hinhängen, einen Nimbus hinhängen, dass das Wasser eben nicht gleich Wasser ist, sondern dass es eben einen Unterschied macht, dass es unique ist. Und schaut der Kaffee an, beim Kaffee habt ihr das genauso. Der Kaffee an sich ist doch nichts mehr wert. Aber trinkt mal einen Kaffee hier aus unserem Automaten. Ich hoffe, sie ändern das und wir kriegen bald einen besseren Kaffee. Weil der aus dem Automaten wirklich nicht toll ist. Und was kostet der? 70 Cent? 50 Cent? Keine Ahnung. Du wolltest was sagen? Entschuldigung. Es gibt noch besseren Kaffee. Es gibt besseren Kaffee? Ja. Natürlich. Ach so, ja, den Trick kenne ich. Da ist noch ein besserer Kaffeeautomat. Ja, kostet vielleicht ein bisschen mehr, schmeckt aber auch ein bisschen besser. Jetzt gehst du aber zum Italiener, dann schmeckt er noch besser. Aus der großen Espresso-Maschine. Und wer hätte gedacht, dass ich einen Kaffee auch abonnieren kann in diesen kleinen Pads? Da ist er auch noch teurer. Und dann abonnierst du im Internet diese Nespresso. Nespresso, what else? Kaufst du da einen Kaffee oder was kaufst du eigentlich? Also versteht ihr, ich kann ein Produkt, je nachdem, was ich drum baue, wird das gleiche Produkt einfach anders. Und weil wir gerade beim Kaffee sind, wie heißt diese komische Bohne? Ich vergesse den Namen immer. Da kostet das Pfund, frag mich nicht, wie viel Dollar. Wie? Kupi Luwak. Ja. Wisst ihr, was das ist, meine Lieben? Wisst ihr das nicht? Das sind so Affenkatzen. Die essen die Bohnen und dann machen sie Kaka und praktisch arme Menschen heben dann die rausgekackte Kaffeebohne auf, nehmen die und dann wird sie gewaschen und gereinigt und dann kaufen wir die, wir Europäer. Und die Geschichte, die dranhängt, das ist sauteuer. Da ein halbes Pfund oder ein Pfund, müsst ihr mal reinschauen. Kostet ein paar, ich glaube, bis knapp bei 100 Dollar oder so. Weil das natürlich händisch gesucht werden muss, das Kakerlässe, da muss gewaschen werden, das Kakerlässe und so. Und wir Europäer trinken das dann. Und wir glauben, die Geschichte, vielleicht stimmt es auch, ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle, die Geschichte ist, es ist sehr, sehr magenfreundlich, weil es ja schon einmal verdaut wurde. Ja? Es ging ja schon mal durch den Verdauungstrakt, hat andere Fermente und was weiß ich. Aber ist egal, wir glauben es. Also es hängt was am Kaffee dran, das dann eine geschissene Kaffeebohne, im wahrsten Sinne des Wortes, machst du aus Scheiße Geld. Also es war jetzt ein bisschen, aber so ist es. So ist es. Das ist die Kunst. Ein Produkt, das eigentlich austauschbar ist, über eine Geschichte nicht austauschbar zu machen. Das hat jetzt nichts mit Storytelling zu tun, sondern es hat damit zu tun, einen Nimbus hinzuhängen, die Zielgruppe zu begeistern, dass sie es haben wollen,
auszulösen. Und das ist die Kunst. Das ist eigentlich, was nach so einem ganzen Studium am Schluss rauskommen muss. Die Kunst, so kreativ zu sein, sowohl beim Kaffee, sowohl bei was weiß ich was, auch bei einer Dienstleistung, das so ins Licht, ins Rampenlicht zu stellen, dass wir bereit sind, für dieses Produkt viel, viel mehr auszugeben, als es eigentlich wert ist. Und da bin ich bei meinem Eingangspunkt. Der eigentliche Wert, das wäre ja das Objektive. Nur für uns Menschen gibt es keine objektive Wahrnehmung. Es ist immer subjektiv. Und der, der diese Katzenscheiße kauft und sich einen guten Espresso draus macht, der wird dir Hals und Bein schwören und wird sagen, schmeckt ganz anders. Es ist milder. Es ist ganz anders bekömmlich. Ich liebe diesen Kaffee. Und er wird ihn auch lieben. Und er wird ihm auch besser schmecken. Und du sagst, sowas trinke ich nicht. Für Deibel. Also, versteht ihr? Die Bedarfsgruppe entscheidet. Der Mensch entscheidet subjektiv, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und deswegen seid ihr als Werbepsychologen, ihr seid eigentlich in der Traumwelt unterwegs. Ihr müsst den Menschen Träume verwirklichen und die anbieten. Und die Frage ist nicht, was ist der Nutzen von dem Produkt? Ich kaufe kein Motorrad, um mit dem Motorrad von A nach B zu fahren, sondern ich kaufe das Motorrad, weil ich Abenteuer erleben will, weil ich endlich wieder raus will. Meine Frau erzählt mir immer, ich tue schon ewig Motorrad fahren, dann sagst du, das kannst langsam mal aufhören. Sag ich, was soll ich aufhören? Na ja, da du mit deiner alten Turnschuhbande da mit dem Motorrad rumfahren, das ist langsam wirkt das lächerlich. Sag ich, wieso wirklich wirkt das lächerlich? Das macht Spaß. Dann sagt sie, rechne doch mal aus, was das Motorrad kostet, was die Betriebskosten sind und was du da eigentlich für den Kilometer bezahlst. Da könntest du doch eins ausleihen oder könntest du mit dem Taxi fahren lassen. Was sage ich da als Werbepsychologe? Ich kaufe mir doch nicht, ich bin doch nicht so blöd und weiß nicht, was das kostet, aber ich kaufe mir doch nicht das Motorrad, um damit von A nach B zu fahren. Ich kaufe mir das Motorrad, dass ich vielleicht noch 2, 3 Touren kleine schaffe mit alten Kumpels, mit denen ich früher gefahren bin. Und dann fahre ich über die Berge, dann fahre ich nach Slowenien, dann mache ich ein Lagerfeuer, dann schlafe ich auf dem Schlafsack und auf dem Zelt, weil ich zu faul bin, das aufzustellen. Dann grill ich, dann koche ich, dann macht einer einen Pumps, der andere zündet ihn an. Das ist das, was man dann sich einkauft. Versteht ihr? Ich kaufe mir als alter Sack, kaufe ich mir ein Erlebnis, das ich als Student hatte oder das ich als Soldat hatte. Das habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich hier und muss hier rumrennen und muss hier einen auf ordentlich machen. Ich bin zivilisiert, aber das kaufe ich mir. Und da spielt doch das Geld, was ein Motorrad dann kostet, der Kilometer, überhaupt keine Rolle. Und an das müsst ihr ran. Ihr müsst an dieses Gefühl, an diese echte Belohnung müsst ihr ran. Ja, ich antworte dir gleich. Also ich würde jetzt sagen, als Werbepsychologe versuchst du die Bedürfnisse und das Verhalten der potenziellen oder der Bedarfsgruppe zu erkennen und daraufhin versuchst du eine Marke aufzubauen oder wenn es jetzt ein Produkt ist, halt das Produkt, dass du es so ausstattest, dass du dass die Leute das haben, was du verkaufen willst. Also dass sie dass du die Aufmerksamkeit von denen bekommst, dass sie sich mit deinem Produkt beschäftigen und am besten das dann am Ende auch kaufen. Und das ist zum Beispiel, wir hatten ja vorhin über Hotels und Airbnb gesprochen und jetzt haben wir auch gerade gesagt, Harley Davidson, denke ich mal, irgendwie so eine Motorradmarke, die verkauft keine Motorräder. BMW. BMW ist der Chili Gold. Ja. Die verkaufen halt ein bestimmtes Gefühl. Ein Hotel verkauft Sicherheit. Airbnb verkauft Erlebnisse, Facebook verkauft Verbindungen so kann man dann, also du verkaufst nicht das Produkt an sich, sondern du verkaufst das, warum die tatsächlich das kaufen. Und du versuchst als Werbepsychologe eigentlich eher die Bedürfnisse zu erkennen und daraufhin dann die Marke so in eine Richtung zu lenken, dass das für die Gruppe, die du ansprechen möchtest, attraktiv ist. Da hast du recht, ihr habt beide recht gehabt. Du hast es jetzt ein bisschen erklärt und deine Frage war, wer das dann macht. Ja. Der Werbepsychologe macht sowas, was du jetzt gesagt hast. Ich meine genau, dass wir in dieser Sparte auch arbeiten können, um Werte für ein Produkt zu formen. Genau. Genau, da möchte ich dir aber
einen Tipp geben, was ich vorher, heute Vormittag schon erzählt habe. Es ist für die meisten, ist es gar nicht so verständlich, was zum Beispiel ein Wirtschaftspsychologe oder ein Werbepsychologe wirklich macht. Und ich wage zu bezweifeln, dass dich irgendeine Firma einstellt als Werbepsychologe, weil die mit dem Begriff gar nichts anfangen können. Die können schon mit einem Wirtschaftspsychologen sehr wenig anfangen. Deswegen habe ich hier erzählt, dass das, was wir jetzt in drei kleinen Häppchen heute Vormittag gemacht haben und diskutieren, müsste eigentlich deine Verkaufsstory sein. Dass du sagst, also ich lege dir ans Herzen, wenn du in so Firmen rein willst und wenn du bei diesen Firmen genau das machen willst, über was wir diskutieren, dann musst du das einfach anders betiteln. Du musst das genauso beschreiben und musst sagen, wissen Sie, ich als Wirtschaftspsychologe, ich denke im Kunden. Ich weiß, wie der Kunde fühlt. Ich denke nicht produktorientiert. Und schauen Sie mal sich Ihre ganzen Unterlagen an, was Sie hier so alles haben. Verstehen Sie, das ist alles produktorientiert. Und ich glaube, Sie verkaufen in Zukunft viel mehr und Sie machen viel mehr Umsatz und Sie machen viel mehr Gewinn, wenn Sie in Zukunft wirklich auf das einzahlen, was die Kunden wirklich, wirklich wollen. Weil sie wollen nicht das Motorrad. Sie wollen nicht von A nach B fahren. Natürlich wollen sie das auch. Das ist der Grundnutzen. Aber sie wollen in dem Punkt, wie ich ihn beschrieben habe, sie wollen Freiheit. Und das kann ich Ihnen zeigen, wie das geht, weil ich das gelernt habe, weil ich das kann. Und dann, glaube ich, wirst du offene Türen einrennen. Also es liegt selber an dir, wie du dann, wie du dieses Können oder diese Technik, die du dir aneignest, wie du die dann verkaufst. Weil du wirst viel auf Betonköpfe noch treffen. Aber das ist genau die, du hast recht, aber das ist genau die Kunst. Das ist das, was euch dann wirklich unterscheiden könnte von allen anderen. Dass ihr sagt, ich will genau an das ran. Der Nutzen ist nicht von A nach B fahren, das ist der Grundnutzen. Was ich will, was ich herausschäle für Sie, ist die echte Belohnung. Das ist die echte Belohnung. Und die echte Belohnung für den Peter Fischer ist, scheißegal, was es gekostet hat die Woche, eine Woche so wieder wie früher, als junger Kerl mit Motorrad, ungezwungen, ohne Zwänge, ohne Familie, ohne Druck, ohne Gelddruck, einfach mal eine Woche die Sau rauslassen. Das kauft sich der damit. Und deswegen schaut er nicht auf den Preis. Ich kann euch noch so ein Beispiel, man kann sich nur mal selber outen, weil sonst würde ich ja andere irgendwie... Ich habe mir auch ein neues Motorrad gekauft, auch eine BMW, so eine GS. Und dann war ich unterwegs mit einer Motorradtour, mit einem Freund von mir. Und dann komme ich zurück und dann sagt BMW zu mir, der Tommy Wagner, und wie war's? Sag ich, super, super, toll gelaufen, geil in den Bergen, wirklich geil. Aber sage ich, der Sound mit diesem ABS, mit diesem Katalysator, der Sound, wie ein Mockig. Peinlich, peinlich. Dann sagt er, ja, das wissen wir schon, da gibt's. Und dann habe ich ihn schon unterbrochen, da gibt's, habe ich gesagt, hinbauen. Und dann habe ich ein nagelneues Motorrad, habe ich mir eine nagelneue, lautere Auspuffanlage hinbauen lassen, nur dass lauter ist. Und weißt du, was mich gestört hat? Normal ist es ja dieser krank. Der objektive Nutzen, der echte Nutzen wäre gewesen, was noch einer mir geglaubt hätte. Naja, der Fischer schraubt dann ein neues Motorrad, eine neue Auspuffanlage hin, weil es dann 5 PS schneller wird und um 15 km/h schneller ist. Ist es aber nicht. Es ist nur lauter. Das heißt, meine Befindlichkeit, mein Problem, meine Lücke, mein Motiv, der Treiber, eine neue Auspuffanlage an ein neues Motorrad hinzuschrauben, war nur, es ist lauter. Und wenn ich mit meinem Motorrad durch Slowenien in eine Ortschaft reinfahre, dann will ich, dass die mein Motorrad hören, die im Café sitzen, und nicht das knatternde, lautere Motorrad meines Kumpels. Jetzt kannst du sagen, das kann doch nicht sein, dass du als alter Depp so blöd bist. So ein dämliches Macho-Gehabe eines alten Sacks. Und muss ich da sagen, wenn ich ganz ehrlich bin unter uns, ja, genau das war's. Und das war mir 2.200 Euro wert. Versteht ihr? Und überdenkt, horcht mal in euch hinein und horcht in die Zielgruppen rein. Der Nutzen ist nicht immer ein rationaler Nutzen. Das ist nicht mehr der Homo economicus der BWL, der immer zweckrational rechnet und alles mit SWOT-Analysen gegeneinander stellt. Die Belohnung, das ist die Belohnung. Die Belohnung ist die Freiheit. Die Belohnung ist dieses Imponiergehabe. Egal, was es kostet. Und vielleicht, um das abschließend zu sagen, hier mit diesem Kundenerlebnis. Wenn ihr Kundenerlebnisse
produzieren wollt. Und das ist ja das, warum ihr das vielleicht auch studiert. Ich habe einen guten Freund, oder ich hatte einen guten Freund, den Harald Friesewinkel, und der hat mir immer erzählt, und das werde ich nie vergessen, der hat mir immer erzählt, ein guter Kommunikationsexperte, ein guter Werber schafft es, wie die katholische Kirche, aus einer O-Platte für 5 Cent Leib Christi zu machen. Und wenn du das schaffst, dann bist du ein guter Werber. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Es muss dir gelingen, eine weitere Belohnung für die Bedarfsgruppe hinzuhängen, setzt aber voraus, dass du weißt, wie denkt, wie fühlt die Bedarfsgruppe. Und wenn wir heute Vormittag das Beispiel hatten mit der Frau in der Menopause, da könnte ich das nicht. Und jetzt stell dir vor, du bist in der Marketingabteilung von BMW oder du bist irgendwo und du organisierst irgendwelche BMW-Fahrten, dann musst du dich halt in so einen alten Sack wie mich hineinversetzen. Als junges Mädchen musst dir überlegen, wie tickt der wahrscheinlich? Was denkt er? Was fühlt er? Und auf was springt er an? Und wenn du aus deiner Sicht, aus deiner Betrachtungsebene eines jungen Mädchens dann eine Motorradtour oder Motorrad plus Zubehör bewerben willst, wirst du scheitern. Also musst du in meine Rolle als alten Sack hineinschlüpfen und sagen, so denkt er. Und das machen, versteht ihr? Es ist alles, was ich euch erzählt habe, ist eigentlich total einfach. Das Problem in der Praxis ist, es macht keiner. Sie machen es nicht. Die sagen, ja, machen Sie das für die Menopause der Frau, die kennen wir schon. Und sie sagen, ja, machen mal, schreiben Sie mal den Blog oder schreiben Sie mal das für den Motorradfahrer, der ist auch nicht anders. Doch, Motorradfahrer sind anders als du als junges Mädchen. Und schau dir mal die Motorradfahrer an. In meiner Zeit waren das alles junge Kerle, die Motorrad gefahren sind. Fahr mal heute am Wochenende irgendwo hin und schau mal, wenn der Helm runtergeht, wie viele alte Knochen hinter dem Helm stecken. Warum? Dann sind wir wieder bei der Gesellschaft. Die Jugend will nicht mehr Motorrad fahren. Das ist zu teuer, das ist nicht sexy, das ist wenige, die noch Motorrad fahren. Die Jugend macht was anderes. Die Jugend fährt nicht mal mehr Auto. Und die in der Stadt wohnen, sagen, ich brauche kein Auto. Ich brauche kein Auto. Was soll ich denn da rumfahren? Meine Tochter sagt zu mir immer, jeden Schritt fahrst du mit dem scheiß Auto. Spinnst du? Und was willst du in der Stadt mit dem Auto? Du kannst nicht weggehen, du kannst nicht trinken gehen, du musst besoffen heimfahren, das ist alles viel zu gefährlich. Außerdem bin ich viel schneller mit den Öffentlichen. Stimmt. Das ist dann meine Bequemlichkeit. Aber ihr seht, die Gesellschaft wird sich dahingehend, aufgrund der Megatrends, was wir heute noch machen, wird sich das alles verändern. Also, lasst uns das abschließen. Persona als Kundenerlebnis. Wichtig, habe ich gesagt, ist dieses Erlebnis zu schaffen. Wichtig ist auch, diese Customer Touchpoints herauszubekommen über Analysen. Wo sind eigentlich, wo tummeln sich unsere Leute? Und Customer Touchpoints ist auch nichts Neues, ist auch eigentlich Schnee von gestern. Das heißt, ich überlege mir eigentlich, wo sind zeitliche und örtliche Konzentrationspunkte, online wie offline, wo wahrscheinlich Menschen vorbeigekommen, die ein erhöhtes Interesse an meinem Produkt haben. Bums, mehr ist es nicht. Das muss ich analysieren. Sollte es solche Touchpoints nicht geben, kann ich ja selber so einen Touchpoint schaffen. Und sage, ich mache einfach selber so ein kleines Mini-Portal und ich organisiere online-mäßig einen Touchpoint. Ja, und der letzte Punkt ist dann die Kundenbindung und die Kundennähe. Und Kundenbindung haben wir vorhin auch schon angesprochen. Es muss mir einfach gelingen, die Kunden an mich zu binden, eine gewisse Beziehung aufzubauen, einen gewissen Dialog aufbauen. Und diesen Dialog kann ich heute eben auch digital über unterschiedliche Touchpoints, speziell digitale Touchpoints, eben machen. Schaut euch den Kanal YouTube an. Ein wunderbarer Kanal auch für die Zukunft, wo ich diese Kundenbindung total toll betreiben kann. Stell dir vor, du verkaufst eine GoPro, du verkaufst eine Kamera, eine Actioncam. Du verkaufst es und dann möchte derjenige, der die Kamera gekauft hat, will sie natürlich koppeln vielleicht mit seinem iPhone. Jetzt hast du da drin diese Anleitung, jetzt kannst du 80 Seiten Anleitung lesen und möchtest aber eigentlich nur die GoPro in Betrieb nehmen und willst gleichzeitig sehen auf deinem Handy als Bildschirm, was du da mit der Kamera siehst und was du dir anguckst. Jetzt kannst du das nachlesen. Aber weil wir Menschen ja faul sind und Zucker sparen wollen mit unserem Gehirn,
Sag mal, gibt es da was Einfacheres? Schauen wir doch mal bei YouTube. Vielleicht hat das ja schon einer gemacht und hat einen kleinen Movie gemacht und erklärt, wie ich GoPro und iPhone miteinander koppel. Und siehe da, allein zu diesem Thema hunderte von Movies. Dann suchst du dir einen, klickst drauf, schaust dir das an und innerhalb von 2 Minuten, ohne großes Nachlesen, hast du GoPro und iPhone miteinander verheiratet und es funktioniert. Und wenn das eine Herstellerfirma selber machen würde, also die meisten Dinge, ich habe es gemacht, das sind dann irgendwelche YouTuber, Kreatoren, die das machen, aber ganz selten, dass eine Firma selber so einen Service anbietet. Aber stell dir vor, wie einfach das wäre, du verkaufst das Produkt und gleichzeitig ist es dabei. Und sag mal, schau mal, du kannst dir das auch anschauen, wir haben da so eine kleine Serie, 10 Tipps, Umgang mit deiner GoPro und dann steht drauf, wie es du mit dem iPhone koppelst, wie es du mit dem Android koppelst und noch ein paar Tipps und Tricks, 3, 4, 5 Filmchen. Dann sagst du doch, Mensch, GoPro, eine geile Firma, toll, wie sich die um mich kümmern. Und dann habe ich meine Kundenbindung. Und das nächste Mal gehe ich wieder zu denen hin. Und ein anderer, der vielleicht eine GoPro kaufen will, stößt bei irgendeinem Suchvorgang auf diese Filme bei YouTube und sagt, Mensch, so einfach ist das. Kaufen wir doch die GoPro. Und die haben einen guten Service. Also ihr seht, es tut sich da extrem viel in dieser Welt. Und nochmal, wenn das unser Marketing-Management ist und unsere Ausgangsfrage war, wo haben wir überhaupt als Psychologen oder wo macht Markt- und Werbepsychologie in der Wirtschaftspsychologie, im Marketing überhaupt Sinn, dann waren das jetzt so diese Punkte, die ich euch in diesen kleinen 3 Mini-Einheiten jetzt erzählen und nahebringen wollte. Das sind die Punkte, wo wir punkten können und wo wir dann unser Wissen ausspielen können und wo man sinnvoll wirklich die Methoden der Markt- und Werbepsychologie und des Konsumentenverhaltens sehr gezielt einsetzen kann, weil wir eben in der Lage sind, das Erleben und Verhalten der Bedarfsgruppe, der Zielgruppen zu steuern. Habt ihr noch eine Frage dazu oder war es verständlich genug? Alles in Ordnung? Okay, gut, dann mache ich Schluss hier, dann gehen wir zum nächsten Punkt.